Mord, Terror, Hinrichtung, islamische Regierung. 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 Jene, welche die Literaten, Dichter und Dichterinnen, Autor und Autorinnen und Andersdenkende in unserem Lande unterdrücken, versuchen ihnen ihr Leben durch eine Atmosphäre von Angst und Schrecken zur Hölle zu machen, melden sich erneut auf der Weltbühne zurück. Mit aller Brutalität, allem Gewaltpotenzial und religiösem Fanatismus greifen sie erneut an, um die Freiheit des Wortes, freie Meinungsäußerung sowie Freiheit des Denkens eine Absage zu erteilen und im Keim zu ersticken. Der Iranian Club, der Iranian Pen im Exil und der iranische Schriftstellerverband im Exil sind zutiefst über diesen abscheulichen Akt bestürzt und möchten ihr Entsetzen hier an dieser Stelle zum Ausdruck bringen und verurteilen diesen verwerflichen Terroranschlag aufs Schärfste. Wir verurteilen zugleich all diejenigen, die durch Hetzpropaganda und Hasstiraden versuchen, den Abschaum und religiösen Fanatiker in Stellung zu bringen, um die Stimme der Freiheit auszulöschen. Wir unterstützen entschieden den Salman Rushdie als einen kreativen, hervorragenden und mutigen Autor und verteidigen auch energisch und entschlossen das Prinzip der Meinungsfreiheit, Freiheit des Denkens sowie Freiheit des Wortes. Der iranische Schriftstellerverband im Exil und Iranian Pen im Exil, 12. August 2022. Dass wir die Musik nicht komponieren sollen, die wir komponieren wollen, das ist ein Angriff auf unsere freien Willen, auf die Freiheit und auf die Freiheit des Wortes. Denkzentren und soweit ich weiß auch alle Schriftstellerorganisationen weltweit gehen ein für die Freiheit des Wortes und die Freiheit des Kunst. Damit stehen sie ein für die Freiheit aller Menschen. Wenn wir hier zusammenstehen und darauf hoffen, dass unser Kollege Salman Rushdie diesen Angriff der dunklen Mächte von Unterdrückung und Diktatur, die in dem Messer sich kulminiert haben, übersteht, dann stehen wir für die Welt ein, für die Freiheit aller Menschen. Ich freue mich, dass ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute diese Veranstaltung hier macht. Wir stehen an eurer Seite, so wie alle Pen-Zentren, alle Schriftsteller dieser Welt, die sich nicht auf die Seite der dunklen Mächte geschlagen haben, neben euch stehen. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich aus einem vollständig egoistischen Interesse. Gegen diesen Mordanschlag ist vielleicht die Unterstützung meiner Freiheit morgen und die Ablehnung eines weiteren Mordanschlags gegen irgendwen. Wir stehen hier aus dem berechtigten Interesse der weltweiten Solidarität. Wer glaubt, dass er einen von uns angreifen kann und die anderen schweigen, irrt sich. Wir werden niemals schweigen. Niemals.
Wir haben in keiner Situation geschwiegen. Und wir werden uns nicht von Mullahs im Iran zum Schweigen verdammen lassen. Dankeschön. رئیس انجمن علما آلمان بود الان اکسیون و به خاطر ترور سلمان رشدی هستش که از طریق کانون نویسندگان خارج از کشور انجمن و انجمن قلم در شهر فرانکفورت برگزار شده. شست و هفت خواهران جوخ مبتلا به تر پر شد